Erzähl uns doch bitte kurz von deinem Team mit Christian Buchinger, Thomas Fasching, wie sich die Zusammenarbeit da gestaltet. Ja gut, der Buche war jetzt in den ersten Tagen sehr hilfreich für mich. Der hat mich ja überall unterstützt, wo es nötig war, weil natürlich viele Fragen hatten. Für mich ist das auch komplettes Neuland, viele Besprechungen, vieles neu. Von der Trainingssteuerung, wer wann wo trainiert, muss man sich immer wieder updaten sozusagen. Da war der Buche eine große Hilfe. Mit dem Thomas Fasching habe ich als sehr junger beim Wiener Sportclub zusammengespielt, noch vor Ewigkeiten. Den kenne ich also schon lange, von da gibt es keine Probleme. Also beide, muss ich sagen, haben mich perfekt unterstützt in der ersten Woche. Aber nicht nur die beiden, muss man auch sagen, auch die Betreuer der Kampfmannschaft waren mit Rat und Tat da und alle Teambetreuer haben mich toll aufgenommen. Wie kann man deiner Meinung nach den Weg für junge Spieler in den Profibereich bei der Austria noch verbessern? Grundsätzlich glaube ich, dass das schon ganz gut funktioniert, jetzt auch als Außenstehender. Ich bin jetzt zwar involviert, aber da muss ich schon sagen, ich bitte um Verständnis, auch wenn es jetzt langweilig sich anhört, aber ich kann innerhalb von 5 Tagen da jetzt nicht ein großartiges Resümee ziehen. Ich glaube, dass seit Jahrzehnten schon bei der Austria perfekt gearbeitet wird. Ja, dass den jungen Burschen ganz tolle Rahmenbedingungen geboten werden, dass sie gute Trainer zur Verfügung haben. Es liegt dann schon immer auch am Spieler selbst, das Optimale aus sich rauszuholen. Das kommt dazu natürlich, ist nicht alles so von außen steuerbar, viel kommt vom Spieler selbst. Aber die Grundvoraussetzungen, was Infrastruktur, was Trainer und Betreuung in der Akademie betrifft, was jetzt dann Aufwand bei den Amateuren betrifft, die Grundvoraussetzungen, die Basis ist sicher perfekt, um bei der Austria Karriere zu machen. Grundsatzfrage, wofür steht der Trainer Roman Mählich? Wenn man Trainer bei der Wiener Austria ist, ich sage zu meinem Bursch, das habe ich ja schon gesagt, die Wiener Austria hat den Ball. Also und für das stehe ich. Also wir wollen nicht lang den Ball nachlaufen müssen. Wir hätten gern von meiner Philosophie her, dass wir den Ball haben. Das heißt nicht, dass man in der eigenen Halbzeit querschiebt die ganze Zeit, aber so schnell wie möglich in Ballbesitz kommen und dann entscheiden, ob man in die Spitze spielt oder ob man auf Ballsicherung spielt. Das wäre so meine Wunschvorstellung für die Wiener Austria. Und ich denke, das würden die Fans auch ganz gern sehen. Roman, der Trainerjob hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Ist von den Anforderungen her vielseitiger geworden. Was sind für dich die entscheidenden Kriterien, die ein erfolgreicher Trainer mitbringen muss? Zum einen fachliche Kompetenz, die bringen die meisten mit, weil die Ausbildung mittlerweile vom ÖFB wirklich sehr, sehr gut ist und wir, was Fachliches angeht, sehr viel mitbekommen. Ein Punkt, der sicher in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, ist die soziale Kompetenz, ganz einfach, weil wir mit Menschen zu tun haben, wir müssen Menschen führen, eine Gruppe von Menschen praktisch in die richtige Richtung bringen oder ein Ambiente sozusagen herstellen, wo jeder Spieler sich dann auch wohlfühlt und seine optimale Leistung abrufen kann. Das macht es oft schon schwieriger, logischerweise. Wir müssen Spieler enttäuschen, wir müssen Spieler auswechseln, nicht nominieren, auf die Tribüne setzen und. Ein Punkt, der sicherlich auch noch wichtiger wird heutzutage, ist eine gewisse Medienkompetenz. Als Trainer steht man ständig in der Auslage in Zeiten des Internets und YouTube und wird jede Aussage ist archiviert. Also man muss höllisch aufpassen, was man sagt, wie man sagt, wann man sagt, in welchem Gemütszustand man es sagt, weil alles wieder ausgraben wird und gegen einen dann verwendet wird. Auch das macht es komplizierter. Und das Wichtigste, das ist jetzt bei mir als Amateurcoach wahrscheinlich noch nicht so von großer Bedeutung, aber für einen Kampfmannschaftstrainer bei uns natürlich schon, ist das Krisenmanagement ganz einfach in Zeiten, wo es nicht so gut läuft, dass man da halt den Fokus hält auf das, was wirklich entscheidend ist, wenn die Kritik von links und rechts auf einen hereinprasselt. Das, glaube ich, ist ganz, ganz schwierig. Also das wären für mich jetzt so die Eckpunkte, die einen erfolgreichen Trainer dann ausmachen. Im Umgang mit den Spielern holst du dir den Respekt durch Autorität im Sinne von, ich sage jetzt, wo es lang geht, oder versuchst du eher durch also sozusagen Gruppendynamik und gegenseitigen Respekt das Zepter zu schwingen? Ja, ich denke, dass das auf die Situation dann schon ankommt, aber grundsätzlich so würde ich meinen Charakter oder meine Trainerpersönlichkeit so als humanistischen Trainer darstellen, ganz einfach. Ich setze auf den Dialog, auf die Kommunikation, aber auch ist ernst klar, dass ich die Verantwortung trage zusammen mit dem Trainerteam und dann ich die Richtung natürlich vorgebe. Aber ich hole ganz gern die Spieler ins Boot und bin schon der Meinung, dass heutzutage, so wie ich einem Menschen praktisch entgegentritt, so wie der mir in der Regel dann auch entgegenkommen. Du hattest in deiner Karriere viele Trainer,
Stichwort Ivica Osim, Herbert Bohaska, Karl Daxbacher, zuletzt bei den Amateuren. Ja, welche Trainer haben am meisten Spuren bei dir hinterlassen? Von wem hast du dir am meisten mitnehmen können? Wo war der nachhaltigste Eindruck? Ja, sind alles drei wirklich tolle Beispiele, die mich geprägt haben auch. Alles drei, was die soziale Kompetenz, was die menschliche Seite angeht, ganz oben angesiedelt bei mir. Sowohl Ivica Osim, Herbert Bohaska sowieso, aber auch der Karl Daxbacher waren ganz große Persönlichkeiten im sozialen Bereich. Als Mensch, unabhängig natürlich, das haben sie auch mitgebracht, die fachliche Kompetenz. Das kann man sich, glaube ich, von denen anschauen. Und dann ist aber auch logisch, dass ich das, also Glück, aber es war halt bei mir in der Karriere so, dass ich 8 Jahre Ivica Osim hatte. Und das prägt natürlich dann automatisch. Wir hatten ein tolles Verhältnis untereinander in der Mannschaft, auch mit dem Trainer. Und wir waren halt auch dann sehr, sehr erfolgreich. Weil wir waren auch mit dem Herbert Bohaska erfolgreich. Den kannte ich ja nur von der Nationalmannschaft her und früher von der U21. Wir sind unter ihm zur Weltmeisterschaft gefahren. Auch ganz großartig, wie er das gemacht hat. Und mit Karl Daxbach am Ende meiner Karriere haben wir da eben mit dem Burschen das Kunststück dann geschafft, in die Meister in der Regionalliga praktisch zu werden und die zweite oder erste Rezackliga damals aufzusteigen. Auch das war großartig. Alle drei haben wirklich, was die Menschlichkeit angeht, Größe gezeigt, für mich jetzt, und waren vom Training her sehr ähnlich. Viele Spielformen, vieles, so One-Touch-Fußball, schnelles Spiel in die Spitze, da ähneln sich alle drei sehr. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass der Trainer Roman Mehlich, wenn wir jetzt diese drei Trainernamen genannt haben, durchaus von seiner Art, Fußball spielen zu lassen, sich in diesem Kontext einreihen wird. Ja, nicht nur der Trainer. Ich denke dann, dass die drei schon drei Persönlichkeiten in Österreichs Fußball waren oder noch immer sind. Dort will jeder eigentlich hin. Jeder möchte gern mit seiner Mannschaft das Spiel diktieren, womöglich schnell in die Spitze spielen, mit Kombinationsfußball zum Erfolg kommen. Das werden wir versuchen, auch hier umzusetzen. Ob das dann im Endeffekt gelingt, werden wir dann sehen. Muss man dazu sagen, dass das vor meiner Zeit hier bei den Amateuren perfekt gearbeitet wurde. Ich übernehme ja ein Werk eigentlich, das ganz gut funktioniert und das Ganze mit einem sozusagen mit einem prognostizierten Ende in 2 Monaten. Aber ich werde meine Erfahrung, meine Ideen versuchen, da reinzubringen. Wäre aber nicht jetzt dann, so habe ich schon einmal gesagt, das Rad neu erfinden und alles am Kopf stellen. Das mache ich sicher nicht. Du hast gerade ein Stichwort geliefert. Vor 10 Jahren ist mit den Amateuren der Aufstieg in die damals also erste Liga gelungen. Das geht ja heute nicht mehr, weil es als Amateurmannschaft nicht mehr möglich ist, in der ersten Liga zu spielen. Was hältst du von dieser Regelung? Man muss es so sehen, aus violetter Sicht wäre es natürlich sehr gut, wenn wir diese Möglichkeit hätten, praktisch Meister zu werden in der Regionalliga und dann automatisch erste Liga zu spielen. Für das Ligaformat erste Liga muss man auch aber beachten, dass es möglicherweise nicht ideal ist, wenn wir dann auf Dauer 4 oder 5 Amateurmannschaften da drin hätten, von 10. Das wäre vielleicht auch wieder dann, was den Profifußball angeht, kein Idealbild. Für unsere Burschen wäre es ideal, für die gesamte Liga weiß ich nicht, ob es ein Vorteil wäre, ich weiß es nicht. Ich habe mir nur angeschaut, die Generation von Amateurspielern, die, mit denen du damals noch gekickt hast, ich sage nur Suttner, Okotje, Simkovic, Gorgon, Lindner, Ulmer, haben allesamt jetzt sehr erfolgreiche Karrieren hingelegt. Und wie hoch ist deiner Meinung nach der Erfolgsanteil dessen, dass sie in der ersten Liga groß werden konnten, statt in der Regionalliga? Ich glaube, dass du sogar noch ein paar vergessen hast. Da fallen mir noch aus dem Stich auf einige ein. Das war wirklich ein sehr guter Jahrgang. Aber das kann ich jetzt wirklich nicht beurteilen, weil ich weiß es nicht. Möglicherweise hätten die auch Karriere gemacht, wenn sie nur Regionalliga gespielt hätten. Die du jetzt dann aufzählst, das war schon wirklich von den Voraussetzungen her, war Top-Niveau damals, muss man sagen. Das war absehbar, dass die alle Karriere machen können, in Österreich zumindest. Das war dann im Endeffekt nicht überraschend. Peter Stöger hat ja immer wieder erwähnt, wie sehr ihm die Tätigkeit als ORF-Analytiker geholfen hat, sich als Trainer auch weiterzuentwickeln. Wie siehst du das? Ja, kann ich ihm nur beipflichten. Zum einen lernt man die andere Seite, die Berichterstattung, sehr gut kennen, besser als wenn man als Trainer immer nur Interviewpartner ist und Fragen beantwortet. Dann lernt man, sich intensiver mit der Materie zu beschäftigen. Ganz einfach, man lernt mehr kennen, man liest sich mehr ein, man verfolgt das Geschehen intensiver, als wenn man nur als Konsument praktisch auf der Couch sitzt. Das alles spielt sicherlich eine Rolle, dass man
ja, mehr Weitblick sozusagen kriegt für den Fußball, dann prinzipiell für den nationalen, aber auch für den internationalen, dass man Trends vielleicht intensiver beobachtet, als wenn man nicht Trainer ist oder als wenn man nur Trainer oder nur Konsument ist. Das alles spielt sicherlich eine Rolle. Aber ein großer Vorteil ist sicher, dass das Mediengeschäft praktisch kennenzulernen und zu wissen, wie Journalisten dann ticken. Roman, du warst kurz schon mal in der Regionalliga als Trainer tätig, bei Pandorf 2009, vor 6 Jahren. Warum hat es damals nicht so geklappt und wie ist jetzt also der Ansatz bei der Austria im Vergleich zu damals? Ja, geklappt hat es deswegen ganz einfach nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt kein Trainer war. Ganz einfach. Da muss man ganz ehrlich sagen, ich habe da das Angebot bekommen. Von mir überhaupt nicht damals die Intention oder die Ambition gehabt, Trainer zu werden. Trotzdem ist das Angebot gekommen und ich habe einfach gedacht, ich schaue mir das an. Aber ich war von meiner Grundeinstellung, auch von meinem Interesse, überhaupt kein Trainer zum damaligen Zeitpunkt. Also ich war noch mehr Spieler als sonst irgendwas, ganz einfach. Das war viel zu früh, ich war ganz einfach nicht bereit für das. Ja, ich habe es damals trotzdem probiert, weil es mir egal war. Aber es war dann für mich, kann mich dann erinnern, im Winter haben wir uns dann sofort geeinigt, dass es vorbei ist und ich war richtig erleichtert. Also das war damals zum Teil viel zu früh und es war einfach nichts für mich. Das war noch nicht meine Welt. Das ist erst jetzt in den letzten 1-2 Jahren gekommen. Speziell seit ich in der Ausbildung zur UEFA Pro bin, hat bei mir auch ein Umdenken stattgefunden und so eine Idee, was ich machen möchte und wie es vielleicht funktionieren könnte. Und damals ganz einfach in der Regionalliga beim Pandorf war es so, dass das war nicht ich, das war gar nichts eigentlich. Es würde mich interessieren, was hat die UEFA Pro-Ausbildung ausgelöst? Na, nicht nur die, sondern es hat jetzt praktisch bei mir eingesetzt, dann ich musste mir dann auch mal die Gedanken machen, bleibe ich jetzt auf Jahre hin in der Berichterstattung. Ja, dann habe ich viele Trainer immer beobachtet, die schon weiter sind als ich, auch Alterskollegen von mir, mit denen ich vielleicht noch zusammengespielt habe früher. Da haben wir gedacht, ja, irgendwie wäre es schon reizvoll, mal zu schauen in diese Richtung, mir die ersten Sporen zu verdienen. Und seitdem eigentlich, das dauert jetzt vielleicht ein Dreivierteljahr, Jahr würde ich sagen, habe ich für mich dann auch entschieden oder mich wirklich intensiv mit dem Beruf des Trainers auseinandergesetzt. Eine prinzipielle Frage, wo siehst du die größten Unterschiede im Trainerjob einer Profi-Nachwuchsmannschaft im Vergleich zu einer Kampfmannschaft? Eines der wenigen Beispiele, die einen Unterschied darstellen sozusagen. Wir hatten jetzt gerade das Glück, das Derby of Love sozusagen ja geliefert zu bekommen. War ja live im Fernsehen dann auch anzusehen. Das haben wir natürlich genützt, die Situation, haben auch das Video analysiert. Wir können aber sehr wohl unsere Spiele sehr wohl filmen lassen. Das machen wir dann auch. Also so ein großer Unterschied nicht. Was wir natürlich da nicht haben, sind diese professionellen Analyseprogramme, die es gibt, die Kampfmannschaften oder unsere Kampfmannschaft dann auch zur Verfügung hat. Das gibt es bei uns nicht. Aber wir versuchen schon, Videoanalyse zu betreiben. Vom Trainingsaufwand, Häufigkeit, Intensität des Trainings, würde ich sagen, ist der Unterschied relativ gering. Also auch wir trainieren, ja, wenn ich jetzt, haben wir jetzt letzte Woche, Montag zweimal, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag je einmal. Heute am Spieltag haben wir Vormittag aktiviert und Standards besprochen und jetzt am Abend Spiel. Das ist, würde ich sagen, ein normales Programm dann auch für eine Kampfmannschaft. Dass das Tempo in den Trainingseinheiten dann höher ist, ist selbstredend natürlich, aber von der Häufigkeit und von der Länge ist, glaube ich, kein großer Unterschied. Und von der Art her, vom Umgang mit den Spielern her? Ja, auch da tue ich mir natürlich schwierig, weil, wie gesagt, ich kann ich nur sagen, wie ich mit Erwachsenen jetzt die letzten 2-3 Stationen in der Landesliga, in der Niederösterreich- oder in der Burgenlandliga umgegangen bin. Von der Ansprache her ist nicht so ein großer Unterschied. Ich nehme an, es werden hier bei den Amateuren auf mich Probleme dann zukommen, weil die Burschen noch relativ jung sind, die dann möglicherweise mit der Schule zusammenhängen oder kann es vielleicht einmal Probleme mit der Freundin geben oder solche Sachen. Kann natürlich bei den Erwachsenen auch passieren, aber die sind dann möglicherweise als Mensch schon gefestigter und können selbst aus dieser Situation heraus. Aber sonst, also unsere Burschen haben den Eindruck, die wissen schon, um was es geht. Die wissen, um was es geht. Es ist kein Kinderfußball mehr. Also das ist die letzte Stufe zum wirklich großen Erwachsenenfußball und das müssen wir ihnen auch vermitteln. Also viele mit 18, 19 gehören mittlerweile schon zu den besten Kickern auch Europas in anderen Ligen. Ja? Also es ist nicht mehr viel Zeit. Ja? Wenn wir uns Anfang Juni
nochmal zusammensetzen, wenn die Meisterschaft vorbei ist. Was muss bis dahin passiert sein, damit du dir sagst, ich habe einen guten Job gemacht? Du hast mich anfangs des Interviews gefragt, wie so meine Idee vom Fußball aussieht. Wenn wir das schaffen und ich zusammen mit meinem Trainerteam, dass wir das in dieser Zeit hineinbringen und dass man sieht, okay, da hat sich ein bisschen was getan. Jetzt nicht besser oder schlechter, sondern das, was er zu Beginn gesagt hat, hat er versucht reinzubringen und ist auch zu erkennen, dann wäre ich zufrieden.